Willkommen zu GTA Online. Ich habe vorhin schon mal aufgenommen, versucht. Total abgekackt, der ganze PC. Traut mir das leider nicht. Das ist das zweite Let's Play auf meinem Kanal, das mit Webcam funktionieren wird. Und ich hoffe, ihr werdet zusammen eine ganze Menge Spaß haben. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt hier ordentlich schnell was finden, weil es dauert schon ein bisschen länger. Ich habe schon mal früher auch versucht, das Spiel aufzunehmen. Und genau daran ist nämlich gescheitert, die Ladezeiten. Die waren extrem lange für den Online-Modus. Und was ist das? Aufholen. Spieler hinteren Plätzen die Chance nach vorne. Sollen wir das anhaben? Ich bin gerade am Einstellen. Ich habe erstmal was gesucht, was wir selber hosten können. Und nicht, was wir suchen, weil irgendwie war nichts da. Ich kann nämlich keine Raubzüge machen, weil ich noch gerade mal Level 3 bin. Und ja, Wetter machen wir mal schön, oder? Aktuell. Na, Tageszeit, aktuell. Ah, Mittag. Fahndungslevel? Na, mal aus. Eigene Fahrzeuge. Ich habe kein gutes eigenes Fahrzeug. Ich lasse sie mal aus. So, aufholen. Ich lasse aufholen mal ein. Das könnte spannend werden. Windschatten lassen wir ein. Feste Kamera ist egal. Radio natürlich ausgeschaltet wegen GEMA und so ein Kram. Guck mal, es kommen schon die ersten Leute. Anzahl Runden 4. Nichtnutzfahrzeuge. Wir machen. Was machen wir? Supersport. Motorräder klingt doch lustig, oder? Ja, genau. Okay. Spieler werden eingeladen. Noch 1,5 Minuten. Zeit verlängern. Karte. Wo können wir die Karte einstellen? Hier, Ticks. Das ist eine festgelegte Karte. Machen wir mal T, warum nicht? Haben wir gleich ein bisschen Spaß. In einer Minute geht's dann los. Können wir eigentlich auf alle schalten? Dann machen wir, würde ich mal sagen, ein schönes. Ah, Motorradrennen, ne? Ich finde. Motorradrennen klingt eigentlich lustig, weil die Leute so schön vom Bike fallen können. Warum fallen die denn jetzt runter? Naja, egal. Tageszeit haben wir schon. Auf jeden Fall Verkehr auf Motorrad ist super geil. Fahndungslevel lassen wir aus. Eigene Fahrzeuge auch aus. Au wir lassen uns erstmal aus. Ich habe nämlich nicht so viel. Ich werde noch keine. Heist-Mission machen können, weil ich nämlich. Ja, also man muss dafür mindestens Level 12 sein. Ich bin Level 3. Und ich habe auch niemanden bei GTA Online, mit dem ich zusammen spielen könnte. Das heißt, ich müsste mir erstmal ein paar Leute zusammenscharren, mit denen ich das Ganze zusammen machen kann. Das werde ich aber erst dann soweit machen. Dann machen, wenn es halt soweit ist. Jetzt ist es noch nicht. So, warum auch das hier? Ich habe es, glaube ich, schon auf meinem Minecraft-Let's Play angesprochen. Ich habe vor, meinen Kanal ein bisschen zu pushen. Nach einem Jahr habe ich nur das gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Und jetzt will ich mal das machen, was mir auch und auch vielen anderen Spaß macht. Das sind Minecraft und GTA Online. Oh, das Rennen geht los. Und ich habe natürlich die Hoffnung dabei, ein bisschen meinen Kanal zu pushen. Und ich werde auch ein bisschen aggressiver das Ganze angehen. Das heißt, ich werde häufiger sagen, dass ich dann. Ich nehme das hier. Farbe schwarz. Rock bestätigen. Dass ihr meinen Kanal abonnieren könnt und mir auch einen Daumen hoch geben könnt und schreibt unten was in die Kommentare rein. Das freut mich, das zu lesen auf jeden Fall. Und mein Kanal steht ganz am Anfang einer Menge an Zuschauern, die ich habe. Ihr könnt gerne mitmachen. Ich werde dafür sorgen. Ihr müsst ja nur Bescheid sagen, dann machen wir es zusammen. Auch wenn ihr Let's Player seid. Gerne, gerne. Und dann zocken wir hoffentlich ein bisschen zusammen. Also irgendwie komisch. Ich habe das nie gemacht, ne? Den Leuten zu sagen, dass sie meinen Kanal abonnieren sollen und Daumen hoch gehen, das fühlt sich irgendwie total unnatürlich an, irgendwie. Ich weiß nicht. Früher war das total verpönt, heute macht das jeder. Das ist ganz merkwürdig. Okay, wir konzentrieren uns noch ein bisschen aufs Rennen. Ja, come on. Mit Verkehr macht es am besten Spaß. Natürlich bin ich Letzter. Fast. Okay, natürlich möchte ich aber auch das Rennen gewinnen. Dann werde ich mal ein bisschen mehr Aggro fahren. Na! Ja, habe ich gesagt, und das passiert. Geil. Gut, wenigstens konnte ich ja noch ein bisschen retten. Nein, konnte ich nicht. Okay, ein bisschen mehr konzentrieren. Nach vorne am besten drücken, dann habe ich weniger Wind. Sehr gut. Okay, na, Gegenverkehr. Die fahren immer alle so scheiße, ich weiß auch nicht warum. Überall Geisterfahrer. Es ist einfach unmöglich, wie die heutzutage alle fahren. Bye bye. Haha, sehr voll auf die Fresse geflogen. Das war nämlich meine Absicht, dass Leute auf die Fresse fliegen können. Okay, ich darf nicht zu hart bremsen.
Vielleicht nur vom Gas gehen, dass ich halt nicht zu langsam werde. Na, ich wollte eigentlich gewinnen, Mann. Okay. Aber hey, ich bin wenigstens nicht letzter. Ist doch auch was. Aber nichts zu gewinnen ist wie letzter zu sein. Hm. 4 Runden habe ich eingestellt, ne? Könnte vielleicht ein bisschen länger dauern. Aber egal. Ich hab da voll Bock drauf. Ich will wieder ordentliches Rennspiel spielen. Das GTA 5 auch das bessere Rennspiel ist, ne? Ich hatte das im direkten Vergleich gespielt mit The Crew. Ich muss sagen, The Crew fand ich nicht so gut. Ich fand das hier besser, ganz ehrlich, von der Steuerung her, auch wenn die Fahrphysik halt kein, wie heißen die? Keine Rennsimulation waren, sondern eben nur. Na! Pass auf, wo du hinfährst, Junge. Sondern eben hier ja nur Arcade Racing. Finde ich Arcade Racer. Oh. Besser. Wollte ich sagen. Weil. Macht mir mehr Spaß, so scheiß Rennsimulation, ne? Die kotzen ja nur an. Warte mal, war ich nicht hier gerade schon? Oh, nee. Ja, hier. Okay, wow, pass doch auf, wo du hinfährst, Junge. Guck da vorne, ja? Wir sind Motorradfahrer. Könnte ich einfach hier fahren, wie ihr wollt. Nehme ich eigentlich auf? Ich nehme auf, okay. Ich habe gerade ein bisschen gewundert, dass ich weniger FPS hatte. Weil mir der PC jetzt so gecrashed ist bei dem Spielen. Dass ich dann, oh, dann ist rausgeflogen. Dass ich, den PC runtergetaktet habe. Hoffentlich geht es jetzt. Entsprechend habe ich natürlich auch ein bisschen weniger FPS beim Aufnehmen, aber ich denke mal, ich bin bei über 60, ich nehme mit 60 FPS auf, ich kann mich nicht beschweren. Zumal das Spiel ja ohne Aufnehmen auch, ja, ungefähr in dem Bereich läuft. Ein bisschen mehr habe ich schon, aber es ist in einem wirklich guten grünen Bereich. Und das mich auch so gerne beibehalten. Dafür läuft der PC da halt ein bisschen stabiler. Ja, fährt mit dem Chopper. Und ich fahre ja über Schlangenlinien. Bis dass die Polizei kommt, denke ich, hat gesoffen. Ich meine nicht, dass es ein Problem wäre. Ich habe Waffen. Ich habe keine Waffen, verdammt. Gut, das ist ja kein Waffenrennen. Alter, du kannst nicht so schnell sein auf dem Chopper. Okay, vielleicht fahre ich einfach nur die Scheiße. Ist ja in die Fresse. Graben gefahren, ey, okay. Warum ist mein Motorrad eigentlich so langsam? Ich habe mir extra ein Rennmotorrad genommen. Ich habe das Gefühl, ich schleiche hier voll. So. Bisschen Wheelie. Dann passt halt hier schon. Weg. Jemals mit der PC gecrashed ist. Es war ja nur so ein Soundbug. Hat auf einmal ganz plötzlich richtig extrem angefangen zu ruckeln. Und dann ist mir mein Controller mitten im Rennen ausgefallen. Und der ging einfach nicht mehr an. Ich weiß auch nicht warum. Es war ein bisschen Panikreaktion dann. Zum Glück mit Maus und Tastatur habe ich es noch retten können, aber die Aufnahme habe ich leider weggeworfen. Also kann ich mir zeigen, weil Asynchronitäten und so, weil sowas kennt man ja. Möchte ich nicht haben. Ich möchte ganz gerne keine 100-Minuten-Folge machen. Ich denke mal, hier nach mache ich kein Rennen, oder? Ich guck mal, wie lange die Aufnahme wird. Vielleicht schneide ich noch was hinten dran. Vielleicht mache ich auch nur ein bisschen Chaos noch zum Ausklingen. Ich habe nämlich hier keinen Timer laufen. Oh, 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 oh. Den habe ich voll verkackt. Fuck, den habe ich voll verkackt. Kann ich den noch wegdriften? Nein. Position 2 von 3. Der ist auf jeden Fall voll in den Graben geflogen oder so. Okay, wenigstens nicht letzter. What the fuck? Was macht der denn? Der fährt wohl die falsche Richtung. Ich glaube, der hat den auch verkackt, ne? Den einen hier gerade. Wow. Das war lustig. Ich muss mich mal gucken, dass ich hier ein bestes Motorrad bekomme. Platz 2 von 3 ist hier hinter mir. Haben die schon aufgegeben? Machen die nur noch Scheiße? Ich glaube, ich muss halt ein Rennen mal mit Waffen machen. Das könnte lustiger werden. Waffen aufsammeln. Machen wir hier Mario Kart. Der hat den. Was zum Teufel ist hier los? Die vergeigen das hier oder so? Nee. Können die gar nicht vergeigen. Die sind doch. Einer ist vor mir und trotzdem sind beide hinter mir. WTF? Ich muss so langsam sein, dass mich der erste schon überrundet hat. Oder Faxen macht. Nur noch. What the fuck? Guck mal, wie die fahren, ey. Hat der hier Abkürzungen besucht? Ich wollte doch so ein paar von diesen lustigen Rennen nehmen. Diese Fun-Rennen, diese Trial-Dinger. Letzte Runde. Okay, keine 4 Runden mehr. Das ist viel zu lange. Oh Gott, wie die hier scheiße fahren. Aber es ist gute Übung. Dann kann ich mich ein bisschen an die Störung so gewöhnen. Warte mal. Fuck. Alter, das wird hinter mir. Oh Gott, jetzt werde ich wieder nervös. Naja, kein Grund zur Panik. Der macht schlechter als ich. Da kann ich schon mit leben. Aber krass, wie der aufgeholt hat, ne?
Was machen die da? Was machen die da? Die fahren ja, wie sie wollen. Ach nee. Ich glaube, die Strecke führt die wieder zurück, ne? Und deswegen sieht das immer so aus, als ob die entgegenkommen würden. Dabei fahren die eigentlich nur die Strecke ab. Das ist krass. Okay, nicht so hart bremsen, sonst bleibe ich völlig zu viel Zeit. Am besten gar nicht mehr bremsen. Gott, wer bremst, verliert. Kennt man doch. Okay, den habe ich. Macht jetzt auch mal so die Kurve mit Schreien lehnen. Alter, was ist für ein Spasti, Mann! Boah! Krass! Nächste Rennen nur noch mit Waffen. Spasti. Die wollen nur trollen, die kleinen Hurensöhne. So ein Scheißer, ey. Gott! Ah. Mann! Komm, bevor der mich wieder abfuckt. Alter, hat der, kann ich den eigentlich kicken? Ich bin immer in der Host, Junge. Gott, ey. Ja komm, soll er halt trollen, ist mir egal. Warum nicht? Amüsiert mich nicht mehr. Nächste Rennen mache ich dann auf jeden Fall. What the fuck? Cheatet der oder so? Ey, ganz im Ernst, jetzt auf einmal vor mir. Aber fährt der irgendwie einen anderen Weg oder so? Gott, ey. Der war nur am Trollen. Der macht nicht richtig. Wie heißt der? Rightall 1904. Vielleicht. Tja. Boah, jetzt verbraucht er meine ganze Zeit hier. Naja, ist eh schon Ende des Rennens. Was ist das für ein kleiner Spasti, ey? Du bist Zweiter! Na super, kann ich nichts von kaufen, oder? Kann ich was von kaufen? JP sind 12. Cash, kann ich mir was von kaufen? 1390 Rang 4. So viele. Das war ich eben. Jetzt muss ich mal gehen. Klatsch, klatsch, klatsch. Nee. Däh. Tschüss. Ich möchte gerne raus. Profil, nein. Gut, ich schneide hier. Und dann suche ich mal was anderes, wo dieser kleine Spasti nicht bei ist. Das kann ich nicht ganz gut gebrauchen. Ich mache ein besseres Rennen. Bis nach dem Cut. Ach ja, so ein kleiner Spasti. So, da sind wir wieder. Ich habe diesmal nicht gehostet, sondern einfach mal ein Rennen angenommen, das halt da war. Und das ist diesmal ein Autorennsport. Autorennsport steht da, Motorsport. Ja, halt Rennwagenrennen. Was hat der? Ach, egal. Ich habe in der Zeit gerade meinen, ja, guck mal. Egal. Mein Dingens gemacht. Ich habe einen Bankautomaten gesucht, weil auf der Karte sind nicht eingezeichnet. Die muss man echt suchen, ne? Kann ich was Richtiges nehmen? Den hier. Den Cheetah. Genau. Und dann werde ich, dann habe ich mein Geld eingezahlt, weil ich weiß, man verliert es ja, wenn man im freien Spiel getötet wird. Warum sind die eigentlich nicht gezeigt, eingezeichnet auf der Karte oder als Auswahl eingezeichnet? Ich würde gerne. Ah, okay, noch 15 Sekunden, dann geht's los. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob das ein Waffenrennen ist. Na, halt ein normales Autorennen. Ist ja auch was Schönes. Solange wir keinen Kack-Troll wieder dabei haben, na, geht's wieder. So. Let's rock. Ja, aber sieht scheiße aus. Natürlich spiele ich mich selbst. Warum hab ich den so verkackt? Man hat ja keine richtige, wie heißt das? Charaktererstellung, sondern so eine Art Erbsystem, ne? Cheetah. Wir haben einen Geparden. Dragobi am Start. Warte mal. Wieso kann man eigentlich schon direkt anfangen? Das ist total scheiße. Egal. Komm, wir rocken hier das Haus. Wir sind ja keine Noobs. Doch, sind wir, aber. Wir haben ja trotzdem GTA durchgespielt und da mussten wir auch schnell fahren lernen. Aber wir hatten da ja natürlich den Schwarzen, ich hab vergessen, wie der heißt. Der mit seinem Slow Motion Perfect Grip Fahrstil Skill. Einfach nur drumherum, ist das alles? Nicht bremse. Mein Gott.
Mal schon Gas geben, recht aus. Das war alles. Ich bin leicht enttäuscht. Aber hey, wir sind Zweiter geworden. Oder erster Verlierer. Oh Gott. Ach du Scheiße, das war ja gar nichts. Wir werden das Verlieren noch öfters sehen. Nein, gefiel mir gar nicht. Wie wär's damit hier? Landwirtschaftsschau. Was war denn jetzt hier? Mama, das hier. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ich mach einfach das nochmal, warum nicht? Was kommen die mir damit? So. Nächstes Rennen. Nochmal dieselbe Strecke. Ich weiß gar nicht warum, die habe ich gar nicht ausgesucht. Ich wollte lieber die letzte Ruhestätte. So, jetzt machen wir genau dieselbe Scheiße wie der. Wir fahren einfach los. So, hier, fickt. Einfach vorgesetzt. Wahrscheinlich bin ich eh langsamer. Mann, der kommt schon von links, von rechts. Boah, so ein Sack, ey. Ah, der ist auch von der Straße gekommen. Na, ah, natürlich im Dreck fährt sie sich nicht überhaupt gut mit dem Wagen hier. Boah, so ein kleiner Schwanzlutscher, ey. Der Wagen ist kacke. Ich dachte, der war geil. Deswegen habe ich mir den geholt. Der war im Singleplayer-Modus ziemlich geil und voll getuned, aber ich hatte ja nicht voll getuned. Boah, mach mal mehr als eine Runde, das ist ja gar nichts. Ich bin unzufrieden. Ich will so nicht meine Punkte farmen, das ist langweilig. Na gut, ich verabschiede mich dann von dieser Folge hier mal. Du bist eine hässliche Fotze und das weißt du auch. Dann würde ich mal sagen, beim nächsten Mal werden wir dann einfach mal, ja, tschüss, tschüss. Beim nächsten Mal werden wir dann ein bisschen mehr Action machen mit Ballerei, Bums, Bums, Peng und Au, ganz viel Au, ganz, ganz viel Au und heulenden Kindern. Das wird ein großer Spaß. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir ein Abo da. Ich habe gesagt, ich will jetzt aggressiver angehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Ciao.